Hallo und Servus miteinander. Heute darf ich euch diese wunderschöne ASA 15 vorstellen, welche uns von Bugatti zur Verfügung gestellt wurde. Und da wir genderneutral sind, kommt jetzt der Editas Review. Wie ihr gerade sehen konntet, wird es heute nicht nur ein oberflächliches Review darüber, was diese Airsoft theoretisch so zu bieten hat. Nein, wir waren auch auf dem Spielfeld damit und einige von uns konnten die Airsoft ausprobieren und waren auch ziemlich davon begeistert. Die ist echt super. Sie macht echt Spaß auf dem Spielfeld und ich werde jetzt heute einiges darüber erfahren, wie es ist, mit ihr zu spielen. Es ist mal wieder eine M4, aber dieses Mal von Airsoft Systems. Airsoft Systems ist bekannt für ihre ACU, welche auch in ihrer ersten hauseigenen Airsoft verbaut ist. Geliefert wird die ASA 15 mit einem DIN-T-Stecker und einem ziemlich guten Tuninglauf. Der Tuninglauf hat einen Innendurchmesser von 6,02 mm mit einer Länge von 380 mm. Gefertigt ist der Lauf aus Edelstahl. Die Gesamtlänge der Airsoft beträgt 800 mm mit ausgefahrenem Stock 900 mm. Auch verbaut ist eine sehr, sehr gute Hop-Up-Unit und ein ziemlich harter Hopper-Bucking, auf welchen ich später nochmal zu sprechen komme. Optisch ist es jetzt natürlich kein Highlight, es ist und bleibt eine M4, deswegen brauche ich jetzt nicht großartig drüber reden. Es ist jetzt optisch kein Desaster und optisch jetzt auch kein Hingucker Nummer 1, es ist einfach eine normale Durchschnitts-M4. Aber worüber man reden kann, ist die Verarbeitung und die ist eigentlich ziemlich gut. Hier vorne der Handguard wurde aus Metall gefertigt, wir vermuten mal eben, dass es Aluminium ist. Fühlt sich gut an, wie er verarbeitet ist, es wackelt auch nichts, fühlt sich wirklich astrein an, ein bisschen zu scharfkantig für meinen Geschmack, man schneidet sich nicht und das ist wichtig. Man muss vielleicht auch dazu sagen, ich bin Metaller und arbeite jeden Tag an so Sachen, deswegen, ja gut. Hinten der Up-and-Low-Receiver, ich muss aufpassen, dass es nicht umfällt, sind aus Kunststoff gefertigt, man schneidet sich nicht, sie sind wirklich gut verarbeitet, aber es fühlt sich ein bisschen billig an, der Kunststoff. Also jetzt nicht schlecht, aber ein bisschen günstiger als von anderen Herstellern, beispielsweise Lonex oder G&G oder VFC und ein paar anderen Herstellern. Der Stock hier hinten hat überhaupt kein Spiel. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben. Das ist, glaube ich, ziemlich die erste Airsoft, die ich in der Hand hatte, wo der Stock hinten nicht wackelt. Also natürlich ist es ein Echtholzschaft und der irgendwie rangeschraubt. Aber hier, der wackelt überhaupt nicht. Und was mich nervt an der ganzen Airsoft, ist hier dieses Spaltmaß vom Upper und Lower Receiver. Das ganze Gerät hier hat eine Split Gearbox, das heißt, man kann hier aufklappen und man kann die Gearbox reinsehen. Und irgendwie haben die es hingekriegt, dass sie ein enormes Spaltmaß drin haben. Und dieses Spaltmaß ist schlimmer wie das von meinem Auto nach einem Rehunfall. Also, es ist wirklich krass. Das Problem an der ganzen Sache, das heißt Problem, das Komische an der ganzen Sache ist, es ist nur auf dieser Seite hier. Auf der Rückseite irgendwie nicht, also auf der rechten Seite. Alles in allem gebe ich der Airsoft aber im Thema Verarbeitung eine 7 von 10. Das Ganze ist eine Simulationswaffe und dementsprechend hat sie auch entsprechende Funktionen einer echten Waffe angepasst. Heißt, wenn zum Beispiel das Originalmagazin hier leer ist, hört die Airsoft auf zu schießen. Ansonsten, was kann man sonst auch großartig drüber sagen, das Akkufach hinten, das ist mehr Schein als Sein. Opala. Der Stock, da passt kein Akku rein. Triple Stick können wir vergessen, der Akku kommt nämlich hier rein, in die Tube. Das heißt, ihr braucht einen Single Stick, der nicht allzu dick ist, nicht allzu dünn ist, damit ihr ein bisschen Kapazität habt und vor allem nicht allzu lang ist. Viel Spaß bei der Suche, wir hatten da ziemlich Probleme eigentlich, immer noch den richtigen Akku zu finden. Es haut schon hin, man muss nur wissen, welchen man braucht. Das Hop-Up. Die Hop-Up-Unit und der Hop-Up-Gummi sind auch so eine Sache. Der Original-Hop-Up-Gummi ist für unseren Geschmack ein bisschen zu hart, deswegen haben wir die Umbaumöglichkeit von Bugatti in Anspruch genommen und haben den Slong-Umbau genommen mit dem Slong-Hop-Up-Bucking für 17,50 Euro Aufpreis, glaube ich, waren es. Lohnt sich auf jeden Fall, dann hoppt die Kugel viel besser und man hat ein viel besseres Spielerlebnis. Wir sind damit voll zufrieden jetzt.
Und weil ich gerade aus Versehen getriggert habe, ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, Abzugsweg gibt es ja quasi nicht mehr. Also der ist so minimal, das ist einfach absolut geil. Es ist so viel Abzugweg, wie sein muss und auch nicht mehr. Und es ist auch nicht zu wenig. Also wenn man jetzt raufkommt, man schießt nicht direkt, sondern man hat schon noch ein bisschen Luft und das ist auch wichtig. So, wir finden es gut. Alles in allem würde ich der Airsoft in dem Sinne eine 7 von 10 geben. Da die Acer 15 eine M4 ist, ist sie logischerweise auch zu allen M4-Teilen kompatibel. Das einzige Problem, was wir festgestellt haben, sind tatsächlich die Magazine. So einfach die Welt auch sein könnte, nein, es passen logischerweise nicht alle Magazine, beziehungsweise sie passen teilweise, aber nur sehr mäßig. Ich fange jetzt mal mit dem Originalmagazin an. Das ist eben dieses hier. Das ist halt original vom Hersteller. Ist ein Low Cap, soweit ich das festgestellt habe. Da passen nicht viele Kugeln rein. Ich glaube 30 Schuss oder so. Das tut er rein. Easy, funktioniert easy, hat halt auch Spiel ohne Ende. Das wackelt wirklich wie ein Kuhschwanz, habe ich so noch nicht gesehen von einem Hersteller. Ist auch mal interessant zu sehen. Fanden wir jetzt nicht so cool, deswegen dachten wir uns so, hey, wir bestellen einfach die Ares-Magazine mit dazu, weil ich bei Bigardi unten verlinkt waren, dass sie passen. Haben wir reingetan, ging relativ streng, jetzt immer noch und wackelt auch überhaupt nicht. Also da steht zwar da ein bisschen Spiel, aber ja, wirklich wackeln kann man es jetzt nicht. Und vor allem, wir mussten die ewig rein und raus tun, bis wir halbwegs gepasst haben. Das eine Magazin ging am Anfang gar nicht rein, eins ging dafür relativ leicht, also mit relativ leicht meine ich verdammt streng bei anderen Airsofts. Aber ich habe die ganze Zeit rein und raus getan, irgendwann ging es dann rein. Da ging auch das mittlere Magazin einigermaßen rein und irgendwann, nachdem ich das mittlere Magazin die ganze Zeit rein und raus getan habe, ging das dann auch rein, das strenge. Und dann hier dieses Lonex-Magazin, also wir haben jetzt Dauto-Magazine genommen, die wir auf Lager hatten, eben auch dieses Lonex-Magazin zum Beispiel, geht auch relativ streng, aber feedet auch mit Abstand am zuverlässigsten. Also ich könnte mich jetzt auch nicht über dieses hier beschweren, das Problem ist nur, es ist ein Low-Cap-Magazin und da gibt es auch keine Mid-Caps davon. Ja, also es wackelt halt schon irgendwie, das Interessante ist, es wackelt zwar ein bisschen, aber ihr kriegt es nicht raus, ich verstehe es nicht und keine Ahnung. Also da magazintechnisch müsst ihr bei der Acer definitiv aufpassen. Müsst ihr halt gucken, was ihr zu Hause liegen habt. Einfach mal ausprobieren, irgendwas passt schon. Also die Ares-Magazine gehen eigentlich ziemlich gut rein. Genauso wie die Original-Acer-Magazine. Aber ja, ich will fast die Ares nehmen, die kosten nicht allzu viel. Und die feeden auch ziemlich zuverlässig. Aber am besten vom Feeding her bin ich tatsächlich mit den Lonex-Max davon gekommen. Auch wenn sie ziemlich streng gingen. Und eben aufgrund der geringen Kompatibilität der Magazine würde ich der ganzen Airsoft eine 4 von 10 geben in dem Sinne. Geschuldet ist es dem Ganzen tatsächlich nur den Magazinen. Da kommen wir jetzt zum Handling der Acer 15. Ja, das Ganze ist ein Rechtshändermodell, heißt für Linkshänder weniger geeignet, da der Feuerwehrhebel auf der linken Seite sich befindet und der Magazinauswurf auf der rechten Seite. Der Handgriff ist weniger ergonomisch, ist aber immer noch tragbar, sage ich mal. Also wenn man mit Handschuhen spielt, ist es vollkommen okay. Der Charging Handle hier oben, wenn zurückgezogen wird, dann kommt man eben wunderbar ans Hopper ran. Wichtig, lässt man los, machen die Finger ziemlich aua. Deswegen immer angezogen lassen, wenn ihr das Hop-Up einstellen wollt. Hop-Up einstellen ist auch so eine Sache, mit Handschuhen auf dem Spielfeld eine Sache der Unmöglichkeit. Ohne Handschuhe und ein bisschen dickeren Fingern, wie ich jetzt zum Beispiel habe, so dick sind die gar nicht, sind nicht relativ normal, kommt man relativ schlecht an dieses Hopperbrettchen ran. Deswegen würde ich immer empfehlen, habt einen Schraubenzieher mit dabei. Alles in allem ist sie aber wirklich ziemlich gut für Wald und Wiesen geeignet, auch für Hauskämpfe, würde ich mal behaupten. Aber gut, im Haus würde ich sowieso lieber eine Backup hernehmen. Deswegen gebe ich ihr aufgrund der Agilität im Gelände, der Handhabung und allem drum und dran eine 8 von 10 Punkten. Dann kommen wir jetzt zur Schussleistung. Ja, was soll ich sagen? Wir haben sie umbauen lassen. Wir haben jetzt hier dieses Slong Upgrade von Bigardi verbaut für 17,50 Euro Aufpreis, glaube ich, kostet. Lohnt sich in unseren Augen definitiv. Also wenn jetzt unsere Daten nicht ganz mit euren übereinstimmen, dann liegt es vielleicht daran. Also joule-technisch waren wir sehr konstant unterwegs. Wir hatten Abweichungen von 0,05 Joule plus minus, also ganz normal, ganz human, kann man sich nicht beklagen, ist völlig normal. Auch die Reichweite der Acer 15 überzeugt absolut. Wir haben auf der freien Fläche geschossen, wir haben im Wald geschossen, auf dem Spielfeld. Es war immer absolut krank, wie weit die Reichweite von dem Ding ist. Da war es egal, ob wir mit 25er Kugeln geschossen haben, mit 28 oder mit 30, die Reichweite ist auf jeden Fall überzeugend.
und auch das Schussbild hervorragend. Von 100 Schüssen sind vielleicht 3 oder 4 dabei, die mal ab und zu ein bisschen weiter nach rechts oder nach links geflogen sind, aber wirklich sehr, sehr selten. Also kann man sich nicht beklagen und daher kriegt die Airsoft eine 9 von 10. Dann kommen wir jetzt zum Endfazit über die ASA 15. Ja, würden wir den Spielspaß mit einfließen lassen, dann wäre es eine klare Entscheidung und es wären 11 von 10 Punkte. Was soll man großartig dazu sagen? Das Ding macht einfach Spaß, man hat eine richtig krasse Reichweite, eine richtig krasse Präzision, ein Ansprechverhalten, wie ich es selten erlebt habe. Es macht einfach Spaß. Aber so bewerten wir hier nicht, sondern wir bewerten hier nach den Fakten, so wie es ist. Und demnach geben wir eigentlich eine 7 von 10, aber da das Ding so viel Spaß gemacht hat und eine 7 von 10 einfach auch absolut zu wenig ist und es eher einer 8 von 10 gerecht wird, haben wir uns für 8 von 10 Punkten entschieden. Und ich denke, das ist dem Teil gerecht. Are you listening? Damn.